der Regio nach Zürich, Luzern, Olten, Basel, SBB, Abfahrt. Sehr geehrter Herr Regierungspräsident, Herr Landammann Pittli, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen beim Nordportal vom Gotthard-Basistunnel in Erstfeld zu der Nordbauschule. Ich möchte kurz zurückblenden auf die Zeit vor 10 Jahren. 2002 hat Alt-Transit Gotthard AG sich entschlossen, Loki von der SBB, ein RE 460, ins Projektkleid zu kleiden quasi. Und dort war der Grundgedanke gewesen, Baubeginn, Herausforderungen vom Bauwerk darzustellen. Man hat das gemacht in Form von einem Design von Ausbruchmaterial. Die meisten von Ihnen haben die Loki und das Design vielleicht schon gesehen und haben es noch im Kopf. Und es war auch ziert gewesen vom Slogan «Wir bauen die Zukunft». Es war also die Prospektion von dem zumaligen Zeitpunkt, vom Stand, wo man im Projekt hatte, in Zukunft schaut. Und das Design dieser Loki ist in die Jahre gekommen und es wäre jetzt eine relativ grosse Renovation von dem Kleid angestanden und wir haben uns überlegt, ob wir das nicht zum Anlass nehmen wollen, um nochmal jetzt eine Standortbestimmung machen, um vom heutigen Zeitpunkt 2012 wieder in Zukunft zu schauen. Und ich glaube, das ist der richtige Entscheid gewesen und das Design hat sich demzufolge auch verändert, wie Sie unschwer können feststellen. Wir haben ja noch sicher 7 Projektjahre vor uns, bis der Generi-Basistunnel eröffnet wird und von dort her ist das, denke ich, ein sinnvoller Entscheid gewesen, um das zu machen. In der Zwischenzeit, seit 2002, ist ja der ganze Ausbruch bereits fertig am Gotthard-Basistunnel. Bienenausbau ist fertig und wir dürfen nicht vergessen, auch bereits rund ein Drittel von der Bahntechnik-Hardware ist schon im Tunnel eingebaut worden. Die Arbeiten sind auf Kurs, so dass man 2016 aus heutiger Sicht den Basistunnel am Gotthard in Betrieb nehmen werden. Und das ist auch die Botschaft, die wir jetzt mit dem neuen Kleid von der Loki vermitteln wollen. Und darum ist auch das Eröffnungsjahr, beide Eröffnungsjahre von Gotthard und Generi-Basistunnel sind hier ganz gut ersichtlich angebracht. Und auch was Ziel ist eigentlich von dem Bauwerk, also nicht mehr wir bauen die Zukunft, sondern das Resultat ist die Flachbahn durch die Alpen. Auch das werden wir mit dem neuen Kleid aussägen und dokumentieren. Und damit ist auch gesagt, der Zweck natürlich von so einer Alt-Transit-Loki ist das Projekt, die Idee, die Vision, aber auch der Nutzen von dem Ganzen einer weiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wieso sind wir hier im Kanton Uri? Das ist selbstverständlich kein Zufall. Natürlich ist das Nordportal von Gotthard-Basistunnel im Kanton Uri in Erstfeld. Aber es hat auch noch einen anderen Grund. Der Kanton Uri ist
für uns, für das Projekt, ein ganz wichtiger Partner. Und es hat eine ganz intensive Zusammenarbeit mit dem Kanton Uri stattgefunden, bereits in der Planungsphase. Die geht schon sehr lang zurück. Und es hat dort nicht nur Schönwetterperioden gegeben, es hat dort auch schwierige Phasen gegeben. Ich darf sagen, man hat um Lösungen müssen ringen, man hat zum Teil harte Diskussionen geführt, es ist gestritten worden. Man hat sich aber am Schluss zusammengerauft und ich denke, man hat so gute Lösungen gefunden. Und auch die Transit Gotthard AG ist auch stets bemüht, auch in dem Maß, wo es möglich ist, auch Kompensation zu leisten über den engen Projektperimeter raus, indem eben auch Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden. Ich denke an die Seen im Rücken der Rüstdelta, die geschüttet worden sind, oder beispielsweise eine Renaturierung von einem Bach wie einem Wallenbrunnen oder eine Unterführung wie ein Haus beispielsweise. Auch das Synergien, die man hat können nutzen, zum Teil, aber wirklich auch aufwertende Kompensationsmaßnahmen im Bewusstsein, dass es für den Kanton Uri eine sehr weitgehende Belastung darstellt, auch natürlich das neue Projekt. Und damit wollen wir das auch beweisen, dass uns das wichtig ist, das zu kompensieren. Und eine Patenschaft ist natürlich etwas, das auf einer Art gegenseitigen Zuneigung beruht. Also, man überlegt sich, wenn man einen Pater sucht, wer man anfragt, zum Pater werden. Und der angefragt wird, der überlegt sich selbstverständlich auch über die Würde und die Würde wette über mich. Und ich glaube, es ist Ausdruck auch vom guten Einvernehmen zwischen diesen zwei Partnern, dass einerseits wir den Kanton Uri gefragt haben, in Person vom Landamann, und der Landamann selber seinerseits ohne Zögern zugesagt hat und gesagt, ja, da stehe ich her, um auch das zu dokumentieren. Und dafür herzlichen Dank. Wir haben auch einen weiteren sehr wichtigen Partner natürlich auch. Das ist die SBB. Die SBB ist unsere Mutter, wir sind Tochter. Und jetzt haben wir da etwas, das wir taufen tun. Das ist irgendein Kind, man weiß nicht so recht von wem und was. Und Konstellationen sind ziemlich kompliziert, also wir müssen das glaube ich nicht im Detail gründen. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass trotz der komplizierten Konstellation da ein sehr gutes, ein gelungenes und ein solides, qualitativ sehr gutes Resultat daraus entstanden ist. Und ich möchte, dass im übertragenen Sinn auch verstanden wissen, was Projektarbeit betrifft. Auch da haben wir eine ganz intensive Zusammenarbeit mit der SBB, die ja die künftige Betreiberin von dem ganzen Werk ist, von dieser ganzen Flachbahn durch die Alpen. Und auch da sind Konstellationen nicht einfach, es gibt ganz verzwickte Probleme, die zu lösen sind. Aber wir sind dran in einer sehr guten Art und Weise von einer konstruktiven Zusammenarbeit, die Probleme zu lösen, die Aufgaben zu lösen. Ich möchte hier ganz speziell auch an Peter Riedenhäuser, der heute auch da ist, herzlichen Dank sagen, dass er erstens mal gekommen ist und zweitens auch für die Zusammenarbeit. Er ist auf der Seite der SBB Gesamtverantwortliche für die ganze Achse Nord-Süd, quer durch die Schweiz, von Basel bis Giasso. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir hier auf einer soliden Basis gemeinsam unsere Zielsetzungen erreichen können. Und ich glaube, wenn alles so gut klappt wie mit dieser Locke hier, dann sind wir wirklich gut unterwegs. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Herzlichen Dank Herr Bittli, dass Sie die Patenschaft übernehmen für uns. Und damit möchte ich Ihnen gerne das Wort übergeben. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Simoni, meine sehr geschätzten Damen und Herren, liebe Alptransit AG-Familie, zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ehrenvolle Anfrage. Die Partnerschaft dürfen Sie übernehmen. Da habe ich natürlich nicht lange studieren. Das ist jetzt wirklich eine grosse Ehre. Bei dieser Lockdorf dürfen Sie dabei sein. Und eben als Göttin dürfen Sie zur Seite stehen und da die Taufe entsprechend vorzunehmen. Wir haben es ja alle gesehen, wo die Locke rausgekommen ist zum Tunnel. 15. November 2012, das Band. 15. November. Ich habe mal ein bisschen Geschichtsbücher reingeschaut. Der 15. November ist historisch betrachtet ganz ein besonderer Tag. Früher schon gewesen. Nämlich am 15. November 1315 war die Schlacht bei Morgarten. Wir in der Schweizer waren dort erfolgreich und haben die Habsburger
zurückgeschlagen. Ich habe ein anderes Datum gefunden. 15. November 1832. Dort hat der sogenannte Sarnerbund stattgefunden, also die sechs konservativen Innerschweizer Kantone zusammengeschlossen haben, um diesen liberalen Kräften der anderen Kantone entgegenzutreten. Das ist dann nur teilweise erfolgreich gewesen. Dann habe ich es in einem völlig anderen Bereich ein Datum gefunden, 15. November 1956. Dort war die Premiere vom ersten Spielfilm von Elvis Presley, Love Me Tender, war der Titel. Und das letzte Datum, das ich Ihnen nicht möchte vorenthalten, ist gar nicht so lange zurück, 15. November 2009, U17, Fußballnazi, ist in Nigeria Weltmeister geworden. Und heute, 15. November 2012, zumindest für uns, die heute da sind, ein weiterer historischer Tag, die Loktaufe von der Alptransit Lok. Loktaufe besteht ja eigentlich aus zwei Worten. Lokomotive und Taufe. Lokomotive kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen. Lokomotivus, sich von der Stelle bewegend. Und wir dürfen feststellen, die Lok wird sich nicht nur von der Stelle wegbewegen, sondern sie wird durch einen ganzen Haufen Eisenbahnwege hinten nachziehen und sich durch die ganze Schweiz bewegen. Dann Taufe. Der Begriff Taufe hat etwas mit Erstgeburt zu tun, unmittelbar was danach stattfindet. Und wir dürfen feststellen, in Bezug auf die Zukunft ist das unser erstes Kind, auch wenn es ja nicht eine Geburt im herkömmlichen Sinne ist, sondern eben eine Konstruktion von einer neuen Lok versehen mit einem neuen Outfit. Also da, die Erstgeburt in dem Sinn entspricht durchaus an dem Ritual von der Taufe. Taufe hat auch damit zu tun mit Eingliederung, Eintritt in die Gemeinschaft. Und auch da, die Lok wird ab heute eingegliedert in das ganze Netzwerk der Lokomotiven der SBB und durch die ganze Schweiz durch. Botschaft übertragen, Flachbahn durch die Alpen, Gotthard-Basistunnel 2016, Jenneri-Tunnel 2019. Dann habe ich auch gefunden, Taufe hat auch immer zu tun mit Glaubensbekenntnis. Und da geht es sicher allen gleich, der Alptransit im Kanton ist allen. Wir glauben alle an Erfolg von der Alptransit. Es ist ein Jahrhundertbauwerk, vielleicht sogar ein Jahrtausendbauwerk. Eine tolle Sache. Wir glauben daran, das wird nicht nur die Schweiz, das wird ganz Europa bewegen und in die ganze Welt ausstrahlen. Und letztlich hat der Begriff Taufe ja etwas mit Reinigung. Reinigung in Form, jetzt wieder christlich bezogen, von sich von der Sünde befreien, untertauchen, eintauchen oder abspritzen. Das sind so die Begriffe, die ich gefunden habe. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Sünde, Sünde befreien? Nein, das passt nicht. Das ist tot sicher kein Sinn. Da gibt es gar nichts zu reinigen. Die Loki muss wieder untertauchen, nur eintauchen. Hingegen bespritzen werden wir sie nicht, aber nicht im Sinne von Reinigen von Sinn, sondern im Sinne eben von Freude haben, von dem tollen Ereignis, dass die lockte Botschaft durch die ganze Schweiz durchdrückt. Das zum Begriff Loktaufe. Wenn ich das anschaue, das Outfit, wunderschöne Farben, das Logo von der Alptransit, Schweizer Kreuz, dann eben die Botschaft von der Zukunft herausgetragen wird, dann können wir wirklich mit viel Vorfreude die nächsten vier Jahre angehen. In dem Sinn möchte ich mich auch im Namen vom Regierungsrat von Kanton Uri ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Nicht immer einfache Zusammenarbeit, aber letztlich immer erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken
für all die zusätzlichen Tätigkeiten, die gemacht wurden. Sie haben es gesagt, Herr Simoni, sei es mit diesen Gewässern, sei es mit der Unterführung Walter Fürst oder sei es mit einem, zwei anderen, die noch im Raum schwebt, wo wir alle zusammen dürfen Freude haben, dass wir so eine gute Zusammenarbeit haben. Wenn ich jetzt nachher die Flasche Champagner darf nehmen und zur Teufel schreiten, dann darf ich gleichzeitig an der Hoffnung und der Freude Ausdruck geben, dass hoffentlich die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Uri und der Alptransit auch bis ins 2016 weiterhin so gut wird sein und dass wir gemeinsam im Jahr 2016 dann die Eröffnung von dem Jahrhundertbauwerk dürfen feiern und gestalten. In dem Sinn schreite ich jetzt zur Tat. Ich weise jetzt schon an dieser Loki Alptransit, wo die Botschaft in die ganze Schweiz rausdreht, jetzt schon eine gute Fahrt. Ich freue mich zusammen mit euch allen, dass wir da etwas Tolles erkennen, in Bewegung setzen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Eröffnung im Jahr 2016. Also, jetzt hoffe ich, dass das da funktioniert. Leider habe ich nie ein Formel 1 Rennen bestritten. Aber eine Champagnerflasche sollte ich eigentlich aufbringen. Mir hat man gesagt, wir sind genug geschüttelt. Aber es braucht jetzt ein bisschen Zeit. Oh. Also, dann wir schauen, ob wir den Ball kennen. Schauen, ob das klingt. Also, Lockout Transit! Ja.